Ich bin Jailin, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Bochum und ich mache meine Ausbildung bei Gottschling Immobilien in Essen. Ganz easy, ich habe eigentlich im Internet geschaut, habe auch sofort Gottschling Immobilien gesehen, war einer der ersten Seiten, wenn man Immobilien in Essen eingibt, habe mich dann direkt auch bei Gottschling beworben. Denn ich habe auch gesehen, dass Gottschling Immobilien zu der Zeit auch eine Auszubildende gesucht hat, also hat gepasst. In meiner Ausbildung muss ich natürlich alle Tätigkeiten erlernen, das heißt vom Objektmanagement hinüber bis zur WEG-Verwaltung, was auch sehr umfangreich ist. Tägliche Schadenmeldungen gehören auch dazu, Anrufe, E-Mails beantworten, Posteingang, auch die Post scannen natürlich, alles gehört dazu. Es ist ein schönes Gefühl, vor allem wenn man in einer Firma arbeitet, mit der man sich identifizieren kann. Wenn man im Team und auch auf der Arbeit glücklich ist, dann ist auch das Gefühl sehr schön. Also sind alle sehr humorvoll auf jeden Fall. Wir haben sehr viel Spaß bei der Arbeit natürlich, aber auch natürlich unabhängig von der Arbeit verstehen wir uns alle wirklich sehr gut. Wir unternehmen auch oft was zusammen. Wir gehen kegeln, wir gehen in Freizeitparks, auch abends mal im Park spazieren gehen, auf einer Decke picknicken, haben wir auch schon alles getan. Und auch das ist natürlich immer super interessant und spaßig zusammen. Ehrlichkeit. Also Ehrlichkeit ist wirklich sehr wichtig für uns, denn wir sind alle ehrlich zueinander und auch nur so klappt ein gutes Miteinander, denke ich. Natürlich sollte ein Bewerber auch sich der Sache bewusst sein. Also ein Bewerber sollte genau wissen, warum bewerbe ich mich hier und will ich das wirklich tun, damit man auch zusammen dieselbe Motivation erleben kann. Nach der Ausbildung möchte ich bei Gottschling Immobilien arbeiten. Es ist gut für mich zu wissen, dass ich nicht nur in der Ausbildung ein tolles Arbeitsverhältnis habe, sondern auch noch nach meiner Ausbildung ein super Arbeitsverhältnis weiterführen kann, unabhängig davon, ob ich jetzt Auszubildende bin oder Angestellte bin. Die Immobilienbranche ist ein sehr breites Thema auf jeden Fall, also sehr vielfältig. Es ist nicht einfach nur ein Haus oder ein Mietvertrag oder ein Mietverhältnis. Und gerade das ist mir auch mit der Ausbildung sehr bewusst geworden. Das kann man in sehr vielen Bereichen, also beziehungsweise spiegelt sich in sehr vielen Bereichen einfach wieder. Das macht mir enorm viel Spaß, in dieser Firma zu arbeiten. Und wäre es nicht so, dann hätte ich diese Ausbildung auch nicht angefangen oder weitergeführt. Deshalb würde ich diese Ausbildung immer wieder antreten.